Wir sind beim Jungen Bildungskongress 2014. Ihr sagt, dass das Bildungssystem insgesamt eine Baustelle ist, darüber wollen wir kurz sprechen. Aber zunächst vielleicht, was ist der Junge Bildungskongress 2014? Susanne hat ihn organisiert und kann das vielleicht deswegen am besten erzählen. Der Junge Bildungskongress ist initiiert von der Initiative Was bildet ihr uns ein? Eine junge Initiative aus Studierenden, Promovierenden, Auszubildenden, SchülerInnen, also eine ganz heterogene Gruppe. Und im Prinzip ist das die konsequente Schlussfolgerung aus dem, was wir schon in unserem Buch geschrieben haben, Was bildet ihr uns ein? Eine Generation fordert die Bildungsrevolution. Da fordern wir, dass junge Leute mehr am Bildungssystem beteiligt werden und dass diese Personen eigentlich Experten ihres Alltags sind, aber so gut wie nie gefragt werden, wenn es darum geht, wie Bildung ausgestaltet werden sollte. Und hier auf diesem Jungen Bildungskongress wollen wir jungen Menschen eine Stimme geben und sie als Experten ihres Alltags verstehen und mit anderen Experten aus Politik, Wissenschaft und aber auch Praxis zusammenbringen, um gemeinsam neue Ideen für das Bildungssystem zu erarbeiten. Und zwar von der frühkindlichen Bildung bis hin zur Weiterbildung, lebenslanges Lernen. Susanne, wie sieht das Programm aus? Das ist ja jetzt auch nicht so, wie man es vielleicht bei manchen Kongressen erwarten würde. Da stehen vorne 5 Leute mit Professorentitel und erzählen das und die anderen dürfen danach 3 Minuten Fragen stellen. Genau, uns war wichtig, dass wir im Prinzip Personen der älteren Generation nie eine größere Rolle in unserem Kongress geben. Also sie sind als Experten eingeladen in den Zukunftswerkstätten. Also wir arbeiten ganz viel mit Zukunftswerkstätten zu den einzelnen Themenbereichen. Also wie ich schon gerade sagte, von der frühkindlichen Bildung, Schule, Hochschule, aber auch außerschulische kulturelle Bildung. Solche Bereiche finden bei uns auch einen Platz in ihrer Zukunftswerkstatt. Dort sind die Experten oder sind diese älteren Personen als Experten eingeladen, die Jüngeren dabei zu unterstützen, neue Ideen zu gewinnen. Wir haben in diesen Zukunftswerkstätten verschiedene Phasen. Einmal so eine Problem-Kritik-Phase, wo am jetzigen System kritisiert werden kann und Probleme aufgelistet werden können. Dann kommt so eine Utopie-Phase, da können die Teilnehmer selber mal so ein bisschen spinnen, wie wäre das Bildungssystem, zum Beispiel die Schule, in der Zukunft der Schule etwa, wenn ich mir das aussuchen könnte, ganz frei. Und dann gibt es eine Realisierungsphase, da wird geschaut, was für Maßnahmen brauche ich eigentlich, um von der Utopie hinüber zu einer Realisierung zu kommen. Daneben haben wir, neben diesen Zukunftswerkstätten, arbeiten wir auch mit Open Spaces. Das kommt dann morgen. Da können sich die Personen, die in anderen Zukunftswerkstätten waren, auch nochmal vernetzen und zusammenkommen und darüber unterhalten. Für uns ist auch dieser Vernetzungsgedanke sehr wichtig. Also es gibt viele junge Leute, die etwas verändern wollen, aber alleine können sie es kaum schaffen. Und deswegen finden wir es wichtig, dass sie auch auf diesem Kongress die Möglichkeit bekommen, sich auszutauschen, miteinander zu sprechen, gegebenenfalls Kontaktdaten auszutauschen, das wäre auch super, und gemeinsam eventuell etwas zu bewegen irgendwann. Was sind das für Leute, die hierher gekommen sind und noch kommen werden? Das sind ganz unterschiedliche Leute. Das sind Leute wie Lilly, Schülerinnen, leider zu wenig. Also wir hätten gerne noch viel, viel, viel mehr Schülerinnen gehabt. Wir haben ganz viele Studierende. Wir haben aber auch Eltern, die für sich ganz stark für Schule einsetzen oder für Erziehung, ja, im Sinne von Kita. Wir haben LehrerInnen, die gesagt haben, ja, ich möchte mal, eigentlich müsste man auch im Bildungssystem oder in der Schule mehr verändern und ich würde das auch gerne machen. Also wir sind jetzt nicht der Problemfaktor an sich, sondern wir würden auch gerne was verändern. Also es ist eine ganz, ganz heterogene Gruppe. Lee, magst du erzählen, in welcher Werkstatt du warst und was da so die größten Diskussionspunkte waren? Ich war in der Zukunftswerkstatt Schule und es war gut und ich glaube, größter Diskussionspunkt ging um Lehrer, also um die Lehramtausbildung, wie sie jetzt ist, oder Studium besser gesagt, wie sie jetzt ist, wieso sie nicht mehr passt, wie sie zu den, wie zur Schule, zu unserer heutigen Gesellschaft einfach nicht mehr passt. Und dann war ein ganz großer Punkt auch, ob man so Vergleichstests, also wie Zentral-Abi, Vera 8, MSA und so, ob man die abschaffen sollte. Das war wichtig und auch wichtig, dass man darüber geredet hat, waren viele Meinungen vorhanden. Und ja, ich glaube, dass gerade weil so viele Lehramtsstudierende da waren oder die jetzt gerade Referendariat machen, hat man sozusagen die am meisten vertreten und die wollen halt dann wirklich anders reingehen und dazu brauchen die, glaube ich, sowohl die Seite der jetzigen Lehrer sowie die Schülerseite, um zu wissen, okay, was kann ich dann bei mir schon mal verändern, dass mein Unterricht, sag ich mal, gut ist. Und ja, das waren so die wichtigen Punkte. Wer ist denn jetzt da der Veranstalter? Wer bezahlt das eigentlich alles? Der Veranstalter ist unsere Initiative, Was bildet ihr uns ein?
Und finanziert wird das über verschiedene Töpfe. Also wir haben Geld über Crowdfunding bekommen. Das heißt, wir haben Werbung gemacht auf einer Internetseite, betterplace.org, kann man ja auch sagen. Oder, ja, und da konnten halt Personen, die diese Idee gut fanden, die Idee wurde da vorgestellt, konnten halt so viel geben, wie sie meinten. Also da hatten wir Spenden von 5 Euro über, also bis über 50 Euro, also kleine und größere Spenden. Da haben wir einiges Geld zusammenbekommen. Dann haben wir aber auch Stiftungen, die uns unterstützt haben mit der Idee. Genau, oder halt Sachspenden von auch Gewerkschaften zum Teil. Also wir sind viel Klinkenputzen gegangen, muss man ehrlicherweise sagen. Ich würde sagen, vielleicht nur so 20% aller Anfragen waren überhaupt einigermaßen erfolgreich. Aber wir haben nur so viel Geld quasi eingesammelt, wie wir brauchten. Wir wollten auch immer unabhängig bleiben. Das war uns wichtig, dass unsere Förderer quasi uns nicht reinreden, sondern dass wir frei selbst bestimmen können, wie dieser Kongress ablaufen wird. Und ihr seid vermutlich nicht reich geworden damit. Wir sind nicht reich geworden. Wir sind sogar, wir haben also ein paar Initiativersparnisse gehabt, nicht viele, aber die haben wir auch mit reinwerfen müssen. Und darum ging es aber auch gar nicht. Also uns war dieser Kongress, die Realisierung dieses Kongresses ein so wichtiges Anliegen, ist eine richtige Herzensangelegenheit. Und da waren wir auch bereit, tatsächlich auch so viel zu geben, so viel Energie reinzustecken. Denn viel Energie heißt dann meistens auch ein bisschen weniger Geld, wenn man viel selber macht und so weiter, genau. Abschlussfrage an Lilly. Nehmen wir an, es würde einen jungen Bildungskongress 2015 geben und das Ziel wäre, mehr Schüler und Schülerinnen dahin zu kriegen. Was würdest du denen denn sagen? Warum sollten die nächstes Jahr auf den jungen Bildungskongress gehen? Ich würde sagen, Leute, ich kotze es gerade so an, wie es ist und ihr findet es scheiße, aber ganz ehrlich, wenn ihr nur darüber meckert, dann macht ihr auch nichts. Also ihr müsst schon anpacken und mithelfen und was verändern und ihr nehmt was unglaublich Wichtiges mit, was man in der Schule nie lernen wird. Vielen Dank für das Gespräch. Viel Erfolg auf der Baustelle des Bildungssystems und viel Spaß noch beim Bildungskongress. Danke.